Ja, erstmal vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr mir die Möglichkeit gibt, hier unsere Klimaneutralitätsstrategie vorzustellen. Ich habe jetzt hier bewusst ein Bild im Hintergrund ausgewählt. Wir haben gestern unsere erste Nachhaltigkeitskampagne in Paris gelauncht. Das erste Mal, wo wir 100% zertifizierte Produkte haben in der ganzen Kampagne. Also sind wir sehr stolz drauf und ich rufe jetzt auch heute noch aus Paris an. Aber heute geht es nicht um die Kampagne, heute geht es um das Thema Klimaneutralität. Und es ist ja ein Thema, was wahrscheinlich in aller Munde ist, was wahrscheinlich viel diskutiert wird, bei euch auch in der Universität. Und ich werde die Präsentation heute in drei Teile aufteilen. Ich werde einmal über unsere Strategie insgesamt reden, auch so ein bisschen zu verstehen, wie verorten wir Klimaneutralität. Dann so ein bisschen so, wo stehen wir gerade als Modeindustrie und was vielleicht auch ein bisschen das politische Klima oder welche politischen Grundlagen kommen auf uns zu, die natürlich uns als Nachhaltigkeitsverantwortliche das Leben auch ein bisschen leichter machen. Und dann gebe ich noch mal ein paar Einblicke in, wie das operativ funktioniert, wie man Klimaneutralität macht bei Marco Polo. Ich werde jetzt keine Dateneinsichten euch geben können. Wir haben aktuell gerade natürlich eine riesen Datengrundlage. Das sind jetzt zu sensitive Daten, aber ich denke mal, es ist super interessant, auch einen groben Überblick zu bekommen, wo wir stehen und wie das Ganze funktioniert. Wir fangen mal an mit dem Mission Statement. Ich habe vor über einem Jahr angefangen, das Nachhaltigkeitsteam zu leiten bei Marco Polo. Und uns war wichtig, dass wir da nochmal ein neues Mission Statement verabschieden. On a journey to make sustainability the new normal. Und uns war ganz wichtig, dass wir den Gedanken der Journey da reinnehmen. Man kann nie komplett nachhaltig sein. Man wird auch nie komplett nachhaltig sein. Und die Definition von Nachhaltigkeit verändert sich natürlich. Wir haben bei der Gründung von Marco Polo natürlich über andere Themen geredet, als wir jetzt reden. Wir werden in 10 Jahren auch über andere Themen reden. Und es wird immer granularer werden. Es werden sich immer mehr Subfelder öffnen in der Nachhaltigkeit. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall als Journey sehen. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall, das Thema Nachhaltigkeit, die neue Normalität zu machen, the new normal, dass es irgendwann keine Frage mehr ist, irgendwann gar nicht mehr was ist, wo wir vielleicht das Wort Nachhaltigkeit oder Sustainability überhaupt verwenden müssen, sondern es einfach gegeben ist. Genau, zu unserer Strategie. Ich mache das mal ganz kurz. Es ist natürlich relativ kompliziert, auch eine holistische Strategie zu entwickeln, die alle verschiedenen Teile der Mode, der Wertschöpfungskette abdeckt. Wir haben uns für 10 Pathways entschieden. Das war mir wichtig, dass wir die verschiedenen Bereiche definieren, was ist eine Wesentlichkeitsanalyse, was ist für uns besonders wichtig. Und dann setzen wir in eins von jedem diesen Subbereichen Ziele. Wir haben für Sustainable Products eine Materialstrategie. Wir haben das Thema Social Responsibility, wo wir also der Fairwear Foundation beigetreten sind. Wir haben das Thema Environment, also das ganze Thema Umwelt auf Produkt bezogen. Wir haben das Thema Supply Chain Traceability. Stakeholder Engagement, was wir jetzt auch heute machen, dann Climate Performance, wo ich jetzt gleich nochmal intensiver drüber spreche, Transport und Logistik, Packaging, Energie und People Empowerment, ein Thema, was finde ich in vielen Nachhaltigkeitsstrategien ein bisschen zu kurz kommt, wie nimmt man auch die ganzen Leute in der Kultur auf so eine Reise mit, wie schafft man das auch, dass alle Leute im Unternehmen durch den Nachhaltigkeitsfilter durchdenken, auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Wir sprechen heute über Climate Performance und wie man auch Emissionen ausrechnet über Scope 1, 2 und 3. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit den verschiedenen Scopes seid, komme ich gleich noch ein bisschen zu. Und wie man eben den Weg baut der Klimaneutralität und im besten Fall natürlich dann Net Zero. Mal ganz simpel, also wenn ihr jetzt auf unsere Webpage geht, was den simplifizierten Teil, den ihr findet von der Strategie, ist dieser hier. Und wir haben eine langfristige Partnerschaft mit Climate Partners geschlossen, mit der wir eine gute Partnerschaft haben. Und unser Ziel zu 2023 ist eben die Commitment zur Science-Based Targets-Initiative. Das ist die Initiative, dass man die Klimaziele an das Pariser Klimaabkommen konditioniert, dann Klimaneutralität der Marke und Entwicklung einer klimaneutralen Kollektion. Da komme ich am Ende nochmal ein bisschen zu. Also Our Path to Climate Neutrality, was uns natürlich super in die Karten spielt oder jetzt mir persönlich natürlich, wenn ich ein CEO oder einen Vorstand überzeugen muss, sind natürlich auch die politische Landschaft. Wir haben eine CO2-Steuer. Die Bepreisung von negativen Externalitäten hat einen riesen Einfluss. Es hat auch eine riesen Lenkungswirkung, ob wir einen 7-Euro-Preis pro Tonne haben, einen 10-Euro-Preis, einen 50-Euro- und 100-Euro-Preis pro Tonne. Das kann sich enorm auswirken. Und das Ziel ist natürlich, dass man diesen CO2-Preis auch in jedes Businessmodell einkalkuliert für zukünftige andere Bereiche, die jetzt nicht was mit konkret mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Da natürlich europäische Ebene, European Trading System ist natürlich auch super wichtig.
Da wird natürlich jetzt noch super viel neue Sachen introduced. Also es ist noch nicht alles fertig. Der Green Deal ist jetzt auch noch nicht final vor Abschluss. Und dann haben wir natürlich das Brennstoffemissionshandelsgesetz, was sich jetzt auf unsere CO2-Balance Sheet nicht direkt Auswirkungen macht, aber auf jeden Fall große indirekte Auswirkungen hat. Wenn man die Fashion-Industrie anguckt, das geht aus einem Report von McKinsey hervor, Dekarbonisierungsreport, wo stehen wir eigentlich? Und das macht der rechte Balken ganz gut klar, wo wir stehen werden 2030, wenn wir einfach so weitermachen, wie wir jetzt zuvor weitermachen. Und um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, muss die Modeindustrie insgesamt gesehen 50% mehr einsparen, als sie es gerade tut. Und das ist natürlich eine enorme Aufgabe. Und wenn wir auf die rechte Seite gucken, sehen wir, wo diese Aufgaben gemacht werden. Und der größte Teil ist wirklich upstream, also der größte Teil ist wirklich in der Lieferkette. Das heißt, im nächsten Schritt, aus Modemarken wie uns auch Allianzen schließen sollten mit anderen Modefirmen und wirklich zu gucken, wo können wir auch erneuerbare Energieprojekte unterstützen, wie können wir gucken, dass unsere Supplier eine bessere Infrastruktur bekommen. Also das ist wirklich, da ist, findet die meiste Verursachung statt. Das meiste findet auch wirklich in der Ressourcengewinnung statt, also wirklich auf dem Baumwollfeld. Oder welche auch immer Faser man anmacht. Die Fasern, die am meisten CO2 verbrauchen, sind tierische Fasern. Das kann man auch auf jeden Fall tendenziell so sagen. Da gibt es natürlich immer unterschiedliche Prozesse in jeder Supply Chain. Aber das ist auf jeden Fall eine Tendenz, von der wir klar sprechen können. Dann gibt es 18% Reduction Emissions from Brand Own Operations. Das sind dann wirklich Dinge, die wir bei uns im Headquarter machen können, die wir bei unseren Stores machen können, Umrüstungen auf erneuerbare Energie. Und 21% Encouraging Sustainable Consumer Behavior, und das ist dann die Frage von End of Life, das ist die Frage, die Sie auch gerade angesprochen haben, wie können wir die Nutzungsdauer verändern, wie können wir den Lifecycle vielleicht nochmal revitalisieren, wo dann auch die Frage der Circular Economy eine große Rolle spielt. Genau, ich gehe mal hier so ein bisschen auf die Scopes ein. Also die Scope 1 ist hauptsächlich Corporate Operations. Scope 2 bezieht sich auf Energie, da sind wir sehr gut aufgestellt, weil wir ausschließlich Energie von erneuerbaren Energien beziehen. Und dann Scope 3 ist hauptsächlich Supply Chain, um es mal grob zu fassen. Und wie klimaneutral eben funktioniert, du hast erstmal eine Analyse, dann guckst du, wo kannst du reduzieren und dann gehst du in die Kompensation. Und was der wichtigste Schritt ist, ist, dass man eben diesen Schritt, Step 2 der Reduktionsmaßnahmen, nicht überhastet und den auch ernst nimmt, weil am Ende ist eine Kompensation, sollte sozusagen der letzte Schritt sein. Aber es sollte nicht der einzige Schritt bleiben. Und hier oben vielleicht mal auch von der Bepreisung her. Wir haben jetzt, können unterschiedliche Preise basierend auf den Klimaschutzprojekten, die wir uns auswählen, entscheiden, ob wir 10 Euro oder 150 Euro zahlen. Also gibt es wirklich eine große Spannweite. CO2-Preis von der Regierung vorgeschlagen, 25 Euro. Und wenn wir Greta Thunberg fragen würden, was sie vorschlagen würde, dann brauchen wir 100 Euro. Also um das Ganze auch mal ein bisschen Perspektive zu bringen. Wie suchen wir dann so jemanden aus, mit dem wir arbeiten? Ich habe jetzt ein bisschen über Climate Partner geredet. Climate Partner ist sozusagen, die berechnen am Ende, wie wir sammeln die ganzen Daten ein, wie das funktioniert. Gehe ich gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe. Und Climate Partners gibt uns dann Projekte, Portfolio-Projekte und Beratungen, wo wir am besten reduzieren können. Und wie haben wir das auch gesucht? Das dachte ich, ist vielleicht noch ganz interessant auch zu sehen. Also das spielt natürlich für uns eine Rolle. Die Kosten spielen natürlich eine Rolle. Die analytische Fähigkeit der Softwares. Und das ist ein Bereich, wo es gerade sehr viel Innovationen gibt, auch von der CO2-Berechnung auf Rechnungsbasis, dass sozusagen durch ein ERP-System sofort die eingegebenen Rechnungen sofort in CO2-Daten umgewandelt werden. Das ist noch eine Infant Industry, muss man auf jeden Fall so sagen, aber die analytische Kapazität der Anbieter ist auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend und wird sehr, sehr zukunftsentscheidend werden. Dann natürlich Team-Expertise. Projektqualität, da muss man auch wirklich genauer hinschauen, was sind das für Projekte. Es gab auch große Fälle, jetzt auch in Deutschland, von Firmen, die Projekte verkauft haben, die nicht wirklich die Standards hatten. Also wo man auch merkt, dass in der Nachhaltigkeitsszene immer mehr Korruption stattfindet. Deswegen ist es natürlich super wichtig, dass man da auch eine starke Due Diligence macht. Das rechte Portfolio und natürlich auch die Marketability, so ein bisschen für mich auch eine riesig große Frage, wie kommunizieren wir das Ganze, wie nehmen wir vielleicht die Kunden auch so ein bisschen mit auf diese Reise und wie kann man am Ende das Thema Klimaneutralität nicht so als ja, granular und feinfühlig kommunizieren. Zu der Implementationsstrategie, wie bauen wir sowas auf? Also es ist super kompliziert, natürlich die ganzen Daten zu erheben. Also da ist für ein Unternehmen wie uns, die über 140 Supplier hat, ist das eine Riesenaufgabe.
Und wir haben das mit einem System gemacht, was wir Climate Agents nennen. Da haben wir verschiedene Leute auch eine Entwicklungslaufbahn angegeben, dass sie sich sozusagen so zum CO2-Experten entwickeln können und in ihrem eigenen Bereich, in ihrem eigenen Feld eben die Daten einsammeln. Dann haben wir regelmäßige Meetings, wo man zusammenkommt, wo man die Daten bespricht, wo man dann auch so eine Reduktionspotenziale bespricht. Und für uns war jetzt am Anfang halt wichtig, auch die Members zu definieren, wer ist davon Teil, reguläre Meetings zu machen, dann natürlich immer so einen iterativen Prozess anzusteuern, dass man auch alle Leute am Unternehmen an dieser Denke teilnehmen lässt, okay, wie kann ich in meinem Bereich CO2 einsparen? Weil die Datengrundlage gibt uns natürlich gibt uns eine super Basis, aber am Ende kennt jeder Mitarbeiter seinen Bereich auch am besten und kommt dann halt immer noch auf super Ideen, die jetzt gleich gar nicht so stark von der Datengrundlage hergehen. Und dann ist natürlich wichtig, dass auch Kaskadierungseffekte stehen in den einzelnen Departments. Das heißt, dass diese Leute auch diese Denkweise oder diesen Spirit weitertragen und auch natürlich Leute zu animieren, CO2-mindern zu arbeiten. Da gibt es natürlich super viele kleine Tricks und Tipps, die man im Alltag verwenden kann. Genau, und am Ende gehen wir eben in die Implementierung, dann in die Kompensierung. Und damit haben wir sozusagen für uns vielleicht auch durch die Climate Agents bei uns im Unternehmen nochmal einen extra Anreiz geschafft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist wieder das Thema kultureller Wandel. Genau, die Sachen habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Was heißt es eigentlich, so ein Climate Agent zu sein? Was heißt es auch daran mitzuarbeiten? Und da geht es natürlich um verschiedene Dinge. Und was ein wichtiges Thema für mich da ist, ist das ganze Thema Lifelong Learning. Das merkt man natürlich sehr stark bei Nachhaltigkeit. Es ist ein super dynamisches Feld, es verändern sich wahnsinnig viele Dinge und man wird mit den Kapazitäten oder mit dem Wissensstand, was man heutzutage hat oder den man bekommen hat, wenn man irgendwie aus der Uni gegangen ist oder so, nicht für die nächsten Jahre weiterkommen und deswegen gerade in so einer dynamischen Zeit oder in so einem dynamischen Feld ist es eben super wichtig, auch den Mitarbeitern so eine Möglichkeit zu geben. Genau, also das Ganze ist dann so ein bisschen aufgeteilt im Operativen. Wir haben den CCF und wir haben den PCF. Also CCF ist dann sozusagen der Corporate Carbon Footprint. Da sind dann die Teile hier HR, Facility Manager, IT, Digital, Marketing, Sales und Retail mit einbegriffen. Das ist sozusagen als unser Unternehmensfootprint und dann differenzieren wir nochmal in den PCF, das ist der Product Carbon Footprint und der ist natürlich sehr viel aufwendiger zu errechnen. Da arbeitest du auch sehr viel mit Durchschnittswerten. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast eine Klamotte, die in der Türkei produziert ist, dann guckst du dir einen Strommix an und kalkulierst sozusagen sehr, sehr viel auf Annahmen. Und das Ziel ist dann eben auch, wenn man jedes Jahr den CO2-Fußabdruck nochmal neu erneut errechnet, dass du immer granularer wirst, dass man immer mehr ins Detail geht, dass man immer mehr die Systemgrenzen immer mehr ausweitet und eben nicht mehr mit großen Datensets arbeitet, sondern wirklich mit Primärdaten. Genau, das ist so ein bisschen die Einteilung. Das teilen wir nochmal in zwei Phasen, weil das eine sehr komplexe Phase ist oder eben auch eine sehr kommunikationsintensive Phase, weil da halt wirklich die Zusammenarbeit mit den Suppliern super wichtig ist. Genau. Und wo wollen wir hin? Was sind auch mögliche Subprojects? Wir haben als einen Kickoff gehabt. Wir wollen auch eine klimaneutrale Kollektion kreieren und am Ende natürlich auch die CO2-Fußabdrücke der jeweiligen Produkte auf dem E-Shop präsentieren und dann uns eben später auch die Science-Based-Targets erreichen. Genau, das ist so ein bisschen in a nutshell, wie wir das ganze Thema angehen. Ich freue mich natürlich, Feedback von euch zu hören, welche Fragen zu beantworten von euch. Es tut mir leid, wenn es hier im Hintergrund gerade ein bisschen laut geworden ist. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen eine Perspektive geben, wie das im operativen Geschäft aussieht. Und freue mich natürlich auf eure Fragen. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Fragen gerne, wie gesagt, über den Chat. Den beobachten wir hier parallel. Aber vielleicht erstmal noch eine Frage von meiner Seite. Dieses Thema Kompensation, das wird ja auch zum Teil ein bisschen kritisch gesehen. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt zu anstrengend, da bezahle ich halt diese 25 Euro oder vielleicht auch 100 Euro? Oder ich meine, es gibt ja auch Anbieter, die schon für 4 Euro pro Tonne irgendwie Kompensation versprechen? Wie ist das? Es ist kritisch zu betrachten. Ja. Es ist kritisch zu betrachten. Ich betrachte es natürlich auch kritisch. Aber die Frage ist, ich leite das Nachhaltigkeitsteam und dann gibt es andere Leute bei uns im Unternehmen, für die das Thema natürlich eine Rolle spielt, aber das ist nicht das Daily Business von denen. Und um eine Umdenke in einem Unternehmen zu schaffen,
Und im Sales-Team eine Lenkungswirkung zu schaffen, brauchst du irgendwann eine Bepreisung, die sich irgendwann bei ihm im Businessmodell bemerkbar macht, wo er sagt, okay, ich treffe jetzt eine andere Entscheidung auf der Basis von einem CO2-Preis. Und der CO2-Preis ist dann eben durch eine Kompensation gebunden. Und deswegen ist es super wichtig für den ersten Schritt, wenn wir einmal diese Mentalität oder das komplette Bewusstsein dafür haben, und ich glaube, in dieser Transformationsphase befinden sich gerade viele Unternehmen, dann sollten wir nicht mehr über Kompensationen sprechen, dann sollten wir im nächsten Prozess auch über Net Zero sprechen, also dass man sozusagen alles, was avoidable ist, wirklich avoidet und am Ende nur noch einen ganz, 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 ganz kleinen CO2-Ausstoß hat und den dann am besten durch ein lokales Infrastrukturprojekt löst. Es ist interessant, was auch die Lokalität betrifft, das würde ich dazu gerne auch ganz gern sagen, es ist leider nicht möglich oder es ist nicht möglich, in Deutschland und Europa Kompensationsprojekte zu haben. Das ist natürlich der internationale Trading-Scheme, der sagt, okay, wir haben sehr viel als Industrieländer sehr viel CO2 verursacht und sehr viel CO2 wird auch durch Unternehmen verursacht, die dann am Ende im globalen Süden sind und deswegen muss man eben Projekte in diesem Bereich auswählen. Genau, also wir können nicht im Odenwald den irgendwie aufforsten. Leider nicht. Das machen wir dann an anderer Stelle. Genau, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema, das man diskutieren könnte. Vielleicht noch eine weitere Frage, die mich auch sehr interessiert. Natürlich, wenn man jetzt sagt, man spart CO2 ein, man hat Projekte, man kauft Energie woanders ein und so weiter. Aber vielleicht muss man sich auch an der einen oder anderen Stelle einschränken. Gibt es da Bereiche, die besonders wehtun, wo man sagt, dann mache ich es halt, aber eigentlich will ich das gar nicht oder eigentlich tut mir das sehr weh. Denk mal so an Design. Das ist in der Branche natürlich, genau, im Design. Das ist natürlich das Erste. Also wenn wir jetzt natürlich die verschiedenen CO2-Daten präsentieren, Seide ist zum Beispiel die CO2-intensivste Produktion und es sind gerade Seidenschals und Seidentücher trendy, wie das ja gerade der Fall ist. Und du willst als Designer eben eine Kollektion damit machen. Und es gibt nicht besonders gute, ich war jetzt vor 2 Wochen in der Stoffmesse gewesen, es gibt nicht besonders gute Alternativen oder skalierbare Alternativen für Seide momentan, die wirklich nachhaltig sind, dann kommst du natürlich vor an Herausforderungen. Aber ich glaube, darum geht es auch gerade in der Mode, im Design, dass man sagt, okay, Kreativität heißt nicht unbedingt, du hast ein weißes Papier, du kannst alles machen, aber die Kreativität ist eben da in den Einschränkungen, die du hast durch die Nachhaltigkeit, darin zu kreativ zu sein und darin Lösungen zu finden. Und ich glaube, Designer, die das auch ernst nehmen und diese Aufgabe auch auf sich nehmen, werden auch die Designer der Zukunft sein. Also eigentlich verändert sich der Designberuf so ein bisschen. Man braucht viel mehr Know-how in diese Richtung, was vorher vielleicht gar nicht so im Fokus stand. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, gut, wir bilden keine Designer aus. Von daher haben wir wenigstens an der Stelle keine große Baustelle, aber an ganz vielen anderen. Natürlich sind wir auch dabei, unsere Curricula im hohen Tempo anzupassen, dass wir da mehr Input geben können. Aber wie du am Anfang ja schon gesagt hast, ist, glaube ich, tatsächlich so, dass das Lifelong Learning und immer wieder gibt es neue Innovationen und da muss man einfach am Ball bleiben. Ja, und wir haben, dazu muss ich auch eine Sache sagen zu dem Design. Wir sind jetzt ungefähr 15 Leute im Team Nachhaltigkeit bei uns und wir haben jetzt jemanden neuen dabei, Simone, die genau diese Schnittstelle ist zwischen Kommunikation, zwischen Nachhaltigkeitsforschung oder Nachhaltigkeitsbereich und Design. Also genau diese Schnittstelle, ist es interessant, dass wir jetzt genau da für eine Position geschaffen haben, die den ganzen Trend nochmal unterstreicht. Ja, jetzt haben wir gerade noch eine Frage reingekriegt, vielleicht ganz kurze Antwort, weil wir sind eigentlich mit der Zeit schon durch. Wie wird der Handel unterstützt bei dem Thema Nachhaltigkeit, der Einzelhandel, also die gibt es da auch besondere, ich weiß nicht, Informationspakete oder irgendwelche Dinge? Das ist eine gute Frage. Wir sind gerade dabei, ein ähnliches Konzept zu entwickeln, wie die Climate Apps auch im Store für die Mitarbeiter. Wir merken natürlich, es gibt diese Informationsdichte und wie schaffen wir das am besten, dass die Leute im Retail eben auch diese Informationen verstehen, analysieren können und wiedergeben können. Und gucken uns natürlich auch viele digitale Möglichkeiten an, Informationen bereitzustellen. Ich glaube, also gerade mit QR-Code-Technik, was jetzt auch durch Corona natürlich relativ normal geworden ist, einen QR-Code zu erreichen, selbst für eine ältere Kundschaft, wollen wir eben da auch die Möglichkeiten suchen, ein bisschen detaillierter Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Aber Retail ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Der Fokus, es ist leichter, es im digitalen Bereich zu schaffen
und dann natürlich durch eine Omnichannel-Strategie das auch natürlich auf den Retail umzuweichen. Aber ich freue mich auch immer über Brands oder über Konzepte, die ich sehe, wo über eine physische Experience das Thema Nachhaltigkeit im Retail gelebt wird. Gibt es nicht so viele gute Beispiele von, finde ich. Ja, jede Menge Aufgaben, die zu erledigen sind. Also gut, ja. Wir sind mit der Zeit rum. Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und wir beobachten auf jeden Fall weiter, wie es weitergeht bei Marco Polo. Bestimmt auch mal im Laden oder online und am Körper. Und ja, Ihnen viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, danke. Ja.